Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir gegen Kratos gekämpft und gegen Origins und haben jetzt die Macht von Origins an unserer Seite und können dieses Schwert benutzen und ja. Leider ging es natürlich wieder nicht vollkommen glatt. Mythos ist aufgetaucht, hat den Körper von Colette geklaut, nachdem er versucht hat, den von Lloyd zu klauen und ja. Dieser Turm geht jetzt kaputt und die Elfen hier sind in Gefahr und ja, alles. Warum passiert immer so was? Warum passieren immer schlimme Sachen? So, dann, Dingens, Elementarschäden. Ich habe hier so einen Ring bekommen, glaube ich. Hier, Schutten, der Springring, Speerring. Die Elemente. Nimm du halt mal. Was da? Elementargeist auf deiner Seite, deswegen. Aber. Oh. Okay, ich bewege mich einen Schritt, schon passiert wieder was. Ganz ruhig. Ja, schieb einfach den Felsen so weg. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank, vielen Dank. Okay. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein sehr blöder Zeitpunkt, aber ich kann echt da. Okay. Gratis im Sauberen, das kannst du nicht kurz Colette ersetzen. Das wäre cool. So, die Suche nach Colette. Ja, das waren meine Worte aus dem letzten Part. Ah, die arme Kleine. Warum muss sie immer so viel durchmachen im Spiel? Jetzt muss sie sich für die ganze Welt opfern. Verliert ihre Seele, ihre Gefühle, ihre Erinnerungen. Dann wird sie entführt. Dann wird sie irgendwie, keine Ahnung, soll der neue Körper werden von irgendeinem Typen. Jetzt ist sie ja neue Körper geworden von irgendeinem anderen Typen. Das klingt irgendwie so falsch. Ist auch krank. Hey, was machen Sie hier noch hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich kann die Bewohner nicht im Stich lassen. Ich bleibe hier bis zum bitteren Ende. Kein Helf gefälligst. Wir evakuieren alle Zurückgebliebenen. Also retten Sie sich. Ich fasse es nicht, dass ich von Menschen und Halbelfen gerettet werde. Wie können Sie sowas in so einem Moment sagen? Stimmt, vielleicht war ich töricht. Waren wir töricht. Ich vertraue euch das Wohl meiner Bewohner an. Er kann seine Wohner nicht im Stich lassen und steht einfach sinnlos irgendwo rum. Ey. Ist auch geil. Mann. Hey, konnte man schon mal rein? Ja, ich gucke erstmal noch rechts, links. Wahrscheinlich gehe ich sowieso zum richtigen Ort als erstes. Verdammt! Kommando zurück. So. Wasser sind ein, zwei Meteoriten eingeschlagen, aber der Trümmer. Aber eins nach dem anderen. Ich habe schon wieder nicht den halben Wald erkunden können, weil schon wieder direkt richtig war. Und hier ist nichts. Ich dachte, war das ein denkbar schlechter Zeitpunkt für eine Apokalypse. Mythos. Dann gehen wir erstmal nach unten. Okay, gehen wir nach rechts. Warte mal da unten vielleicht. Hallo? Okay, jetzt weiter. Kann ich zufällig kurz mal rasten, ne? Nein. Verdammt, warum? Zu Hilfe! Ja. Danke. Ich zertrümme auch gerne Felsen mit meinem Schwert. Das muss der letzte Elf der Stadt gewesen sein. Was? Nur drei? Leute, sollte sich jetzt auch in Sicherheit bringen. Was? Soll ich mal noch gucken hier, hallo? Wenn der nichts sein wird, wahrscheinlich, aber. Oh nee. Der hat nicht irgendwie so einen riesigen Krater hinterlassen hat, ne? Einfach nur so im Boden gerade so platsch.
wie so eine Kirsche in so eine Torte reinfällt, ey. Vielen Dank für den Vergleich. So. Komme ich überhaupt raus? Oh Gott. Warum habe ich jetzt so richtige Flashbacks von Final Fantasy 7? そうです。あ、タバタ。そして今ミトスが大いなる実りを持って。セレンさんは、何もキャプスロックか。デリスカーラン語と。この大地をさろうとしています。タバタさん、元気になったんですね。ちょっと待ってよ。デリスカーランってのはマナの塊なんだろ。 でもって大いなる実りは大樹の種子なんだよね。どっちも持ってかれたら世界はどうなるのさ。マナ不足で滅びます。確実に。世界統合どころの騒ぎじゃないよ。Leute kommt später nicht mit. Ihr wahrscheinlich noch Colette retten. おい、ロイド。どうするんだ。決まってる。ミトスを追いかけるんだ。 しかし、救いの塔は崩壊したのだぞ。エターナルソウル、お前が真にオリジンと契約をエターナルソウルは必ずお前に答える。その時間と空間とを操る強大な力で。しかし、アルテスタはまだ起き上がる前。契約の指輪は誰が作るんだ。同じだ。 親父にかけるしかない。シルバランドへ行こう。待て。私も行かせてもらう。いや、gerne。あ、わかった。ボン8つ目。 Was zum Teufel? Abkürzen? Ja. Das war wahrscheinlich voll viele Sachen hier. Ach so, war. Ich dachte jetzt. Aber die Musik ist noch normal. Das ist schon wieder ein Unterschied zu Final Fantasy 7. So, Kratos. Ach, kein Mist, wo bist du? So, erstmal nachgucken, dann weiter. Wo ist es? Ja, Stützpunkt Ted Dollar. Okay, da kenne ich wieder. Oh Mann. Also langsam glaube ich wirklich, wir nähern uns so richtig den letzten Kampf. Den allerletzten Kampf. Ja. Ich muss mal kurz gucken. Nein, nicht so noch Zerstörung. Das ist einfach nur. Monsterliste. Mal Kratos hier irgendwo sehen. Hier stehen gar keine Level. Oder? Ich dachte jetzt hier so, wenn ich Level irgendwo sehe, dann könnte ich so ungefähr sehen, wie weit wir sind. Das war das Kostüm von Elvin, ne? Aus Cilia. Der hat immer das Schwert, ne?
Und das Schild, ne? Yggdrasil. Zweimal genau gleich stark. Ja, war der Kampf hier damals. Weil nur verlieren konnten, ne? Kuchinawa, so ist er. Ist mir letztens nicht eingefallen. Schickte Killerin, ne? Oh, es fehlen noch 53 Gegner anscheinend. Finde ich gut, dass das so. Na, egal. Finde ich gut, dass das so angezeigt wird. Wir schaffen halt ja alle Gegner irgendwann zu finden. Mythos Traurigkeit und Einsamkeit. Und in Silveran sieht es auch nicht besser aus. Mythos war.俺に諦めたことを悲しんでいるような気がするんだ。諦めた瞬間にミトスは仲間を失ったんだもの。うん。仲間よりマーテル一人を選んだんだ。俺はあいつに同情しない。同情したくない。あいつのしたことは絶対に許せない。でも心のどこかであいつが改心してくれればってそう思ってるんだ。 ダメだよロイド。そんなことじゃミトスに負けちゃうよ。ミトスは敵なんだ。敵は倒す。それだけだよ。ジーニアス。お前大丈夫。ミトスに同情するのは僕の役目だから。分かった。オッケー。 Weil man so moralische Geschichten macht, oder eigentlich. So, Dirk. So, Dirk, der Meister, los, du schaffst das doch. So, ich nehme jetzt aber einfach mal an. Sagen wir jetzt mal, ja, Mutter, hallo. Wie ist Mutter? Ja, einfach an. Solange wir Colette noch nicht zurück haben, kommt noch nicht der letzte Kampf. Also, daran kann ich mich auf jeden Fall schon mal richten. Möchte doch nicht so beschissen vorlesen, ne? Diese langgezogenen Erste kann ich irgendwie nicht, das finde ich irgendwie richtig blöd. もうあなたしかいないのだ。技術を手にしていたドワーフは動けない。頼むよ、親父。ここに全ての道具を揃えてある。 Es treffen sich zwei Väter. Ach ja, die Sachen, die er gesucht hat, ne? こいつは研磨用のアダマンタイトだな。ん？この木は何だ？これ、神木か？火を起こすのには、これでなくてはならないのだ。もしかして、これを準備するためにあんたは、テセアロ？ そうかい。ここまで準備してあるのかい。ここまでされたらやらないわけにはいかねえな。ま、可愛い息子のために力を合わせるのも悪くねえよ。同じ父親としてな。ドワーフの誓い第1話。平和な世界が生まれるようにみんなで努力しよう。 よし、やってやろう。これでエターナルソードを扱えるんだな。どうさ、クラタス、どうした？ロイド、お前は本当に強くなったな。天使化していた私にここまでの深手を負わせるとは。 これを持っていけ。
Mitosu. Tomete kure. Watashi wa mou ugokenai yō da. Wakatta. Soitsu wa kanari no meitō da. Omae no temochi no ken de soitsu to tsui ni dekiru youna ken wa nai daro. Okay. Ach, da ist jetzt einmal das Dingenschwert, das Schwert von Kratos und das ewige Schwert. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wenn er ein Schwert ist, was soll er Leute dann bringen? Schwerter von zwei Vätern. Feuer und Eis. Was für ein beschissener Name für ein Schwert. Oder warte jetzt nicht das ewige Schwert. Ewiger Ring. Ja, okay, wir haben das Schwert noch nicht. Idiot. Wir sind ja wegen dem Ring gekommen, ey. Sollten ein bisschen mit der Story aufpassen. Aber kommt das andere Schwert jetzt her? Von dem Rest oder was? Egal. Wir haben sie einfach und alles gut. Feuer und Eis. Okay. Eine Waffe, die über eine Feuer- und eine Eisklinge verfügt. Okay. Von den Werten her denke ich aber, dass die irgendwann auch von irgendwas getoppt wird. Was mir nicht gefällt. So, jetzt zum Turm des Heils oder was? Das ewige Schwert. Leute geht zum Heiligen Eben von Kalan. Sein Ziel, das ewige Schwert, das sich dort befindet. Wo es das letzte Siegel war. Kalan. Ja, okay. Ich nehme an, das ist jetzt da, wo der Turm früher stand, ne? Hier. Oder hier. Turm des Manas oder Turm des Heils? Turm des Manas, oder? Bin schon wieder so verwirrt. Okay, dann. Weiß ich nicht. Ja, der Himmel, der erinnert mich sehr an Final Fantasy 7 gerade. Wir müssen mal dafür nach Dingens zurück eigentlich. Wo bin ich schon wieder? Oh. Dahin muss ich. Also ich glaube nicht, dass der finale Kampf kommt, bevor wir nicht Colette irgendwie zurückbekommen. Klingt für mich einfach logisch. Also so viele Rollenspiele habe ich schon gespielt, um das, okay, das ist der nicht, das ist der falsche Turm. Um das schon mal hier zu schlussfolgern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann. Ja, wie soll man bitteschön, auf was kann man sich denn da bitteschön in dem Spiel verlassen, wenn das nicht so ist, aber wird bestimmt so sein. Da kann man doch nicht echt nicht erwarten, dass man mit sowas rechnen soll dann. So, Turm des Heils. Ja, genau hier. Ne, hier ist Dingens Asgard. Oder, ja, ich glaube Asgard. Wo ist der Turmmann? Er ist jetzt echt nicht mehr auf der Karte. Er müsste hier sein eigentlich. Ist aber nicht. Da rein kann ich auch nicht. Ma. Dann gehen wir nach Tetala. Das ist eine Wüste, weiß ich. Der Stützpunkt. Na gut. Ja. Oh, Permacosta. Achso, nee, das ist der Dingens. Der Dingens hier, boah. Warte nochmal.
hat da war die Menschenfarm hier irgendwo. Wie komme ich immer so abseits? Bewege ich mich echt so schnell bei die Karte? Hey. Stückpunkt hier. Thanks. Dann nach Tittola. Nehme ich an. Weil ich stehe einfach nur ewige Schwerde. Wir werden jetzt zu Dereskala ankommen. Kann mir das einer sagen? Vielleicht einfach nach oben. Nein. Muss hier. Tor der Welten, Dings, Turm des Heils. Oh, oder in der Nähe direkt. Oh, was? Turm des Heils. Müssen wir hier hin? Keine Ahnung. Ich speichere jedenfalls erstmal hier. Dann gucken wir mal, ob wir hier hin müssen. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Dann bin ich wieder hier rum am Laufen und keine Ahnung. Weiß nicht, wo es lang geht und wir regen uns alle auf und sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, ich bin in dem Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Und da kommt ein Skit. Ihr habt Spalte von Deris Kalan. Origin がロイドについたことで、エターナルソードによるデリス・カーランの捕獲は効力を失っているわ。ってことは、ぶっちゃけた話、デリス・カーランは離れようとしてるってことだな。くそ、急ぐぞ。なんとしてもエターナルソードを使いこなせるようにならなくちゃ。うん。いや、別に毎食、trinken und dann、kommt sowas。Na gut。Kein Skip。Okay。Dann würde ich sagen, ich beende den Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia in die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.